hast hier reingeschalten. Also magst du Fallout 4? Oder gehe ich da falsch in der Annahme? Herzlich willkommen zu Fallout 4, einer neuen Folge. Und das letzte Mal waren wir noch auf dem Luftschiff bei der Stellnern Bruderschaft, aber da will ich nicht mehr weitermachen, weil ich will unbedingt mit den Railroad-Typen zum Syndikat. Und da müssen wir, soweit wie ich das rausgefunden habe, weil ich wollte nichts falsch machen, müssen wir erstmal zum Syndikat hin und dann wird sich alles weitere klären. Aber wenn wir jetzt hier schon mal hier sind, da müssen wir nämlich noch zum Haus der Cabots. Genau. Oh, Robotskis. Macht der was? Hallo? Ich bin friedlich. Ich bin in friedlicher Mission hier. Hallo. Der hat ja nicht mal Waffen. Was so tadellos aussieht, kann nichts Gutes bedeuten. Oh oh. Bitte weitergehen. Zutritt nur für Bedienstete. Bitte weitergehen. Zutritt nur für Bedienstete. Vielleicht kann der Mr. Handy irgendwas sagen. Hallo. Chef? Na? Guten Tag. Guten Tag. Du bist ja nicht sehr gesprächig. Ja, du musst mir auch nicht folgen jetzt hier. Was ist das? Oh, eine Sprechanlage. Verschwinde. Na toll. Ja, aber ich soll doch mit den Mr. Cabot sprechen. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Beachten Sie, dass Sie beobachtet werden. Ja, wir werden beobachtet. Ich weiß schon. Kommt man da vielleicht von hinten rein? Ich will doch da rein. Naja, hier sind irgendwelche Sachen. Aber man kommt nicht hinein. Aber ich soll doch mit den Cabots sprechen. Wieso habe ich dann überhaupt das Quest? Wartet mal, das schauen wir uns jetzt mal an. Daten. Sterlings Haus. Sonderlieferung. Sprich mit Jack Cabot. Das war's, oder was? Ja. Wir sind hier beim Haus der Cabots und ich kann aber nicht mit dem Jack sprechen. Warum nicht? Sag es mir. Ein Zeitungsständer ist auch nicht vorhanden. Schlüssel erforderlich. Ich hab gesagt, du sollst verschwinden. Ich will aber mit dir sprechen. Ich hab gesagt, du sollst verschwinden. Ah, okay. Ich werde erwartet. Lass mich rein. Edward Deegan hat mich hergebeten. Ah, du bist's. Gut. Komm rein. Ja, was war denn das jetzt? War schon wieder so ein leichter Bug, oder? Aber am Ende haben wir es ja trotzdem geschafft. Meine lieben Freunde. Dim, 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 dim. Jetzt lernst du den Boss kennen. Oh. Was ist das für ein Ort? Das sollte dir lieber Jack beantworten. Komm mit. Okay. Oh, hier schaut schön aus. Das ist ja wie neu alles. Alter Jack, Verwalter. Die Neue ist hier. Moment, Moment. Ich muss nur noch... Er kommt gleich. Verdammt. Ich muss die Mixtur noch anpassen. Hallo, hallo. Willkommen im Hause Cabot. Ich bin Jack Cabot. Oh. Na? Bleibst du jetzt mal stehen? Was ist das für ein Ort? Das ist das Haus meiner Vorfahren. Die Cabots haben hier schon immer gewohnt. Schon lange vor dem Großen Krieg. Wenn du dich fragst, warum wir hier geblieben sind, obwohl Boston in erbärmlichem Zustand ist, nun... Diese Geschichte muss warten. Schaut ja interessant aus hier alles. Nett, dich kennenzulernen, Jack. Und ich bin sehr erfreut, dich kennenzulernen. Edward findet es lästig, aber ich möchte jeden persönlich kennenlernen, der für mich arbeitet. Bitte setz dich. Wie wär's mit einem Drink? Edward, den guten Bourbon, ja? Wie war denn das jetzt nochmal hier? Bitte,
Setz dich. Ich brauche unbedingt die Nummer dieser Putzfrau. Ja. Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Unterbrich Zeitpunkt mich nicht, für... Edward. Die Frage lautet, glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Ja. Das Universum ist groß. Dort draußen kann es alles geben. Wunderbar. Die meisten Leute sind zu engstirnig, um an ein unendliches Universum zu glauben. Aber ich rede nicht von fliegenden Untertassen und kleinen grünen Männchen. Ich meine die verborgene Geschichte unseres Planeten. Die Ursprünge der Menschheit. Uralte Kräfte, die die moderne Wissenschaft selbst auf ihrem Höhepunkt kaum begreift. Du denkst, Außerirdische haben die menschliche Zivilisation erschaffen? Oh, das wird bestimmt lustig. Ja, wenn du mit außerirdisch nichtmenschliche Vorfahren der allgemein bekannten Hochkulturen der Sumerer, Ägypter und Assyrer meinst. Mein Vater hat eine Stadt in der Rub al-Khali in Arabien entdeckt, die auf 4000 Jahre vor dem Entstehen der menschlichen Zivilisation zurückdatiert. Die Bauwerke und Artefakte waren seltsam, sogar verstörend, eindeutig nicht von und für Menschen gebaut. Ich habe mein Leben lang versucht zu entziffern, was er entdeckt hat. Jack, kann ich ihr sagen, was sie zu tun hat? Entschuldige, Edward. Manchmal vergesse ich mich. Schickst du sie los, damit sie nach der verlorenen Lieferung sucht? Ja. Gut, dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Wir reden ein andermal weiter, wenn es etwas ruhiger ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Willkommen in der Familie. Okay, du bist offiziell angeheuert. Glück. Was sollte das alles? Zerbrich dir darüber jetzt nicht den Kopf. Das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein, aber er ist nicht verrückt. Meine Aufgabe für dich ist einfach. Jack besitzt eine Anlage nördlich von der Stadt. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurückbringst. Noch Fragen? Erstens, nach was für einem Paket suche ich? Es ist ein Metallkoffer mit Serumampullen. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Jack braucht ihn für seine Forschung. Mehr musst du nicht wissen. Fang bei der Parsons State Irrenanstalt an. Lass dich vom Namen nicht irreführen. Das ist nur ein sicheres Gebäude, das wir nutzen. Wir denken, dass der Kurier in einen Hinterhalt geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Bist du ansonsten bereit? Ja. Nee? Ich hätte ein paar Fragen. Schieß los. Wieso lässt Jack seine Leute eine alte Irrenanstalt bewachen? Du kannst mir gerne Fragen stellen, solange du nicht erwartest, dass ich sie beantworte. Wenn es für die Sache wäre, um die ich dich bitte, würde ich dir sagen. Aber das ist es nicht. Ist soweit alles klar? Ja. Wie ist dieses Paket verloren gegangen? Der Kurier ist dort angekommen und hat das Paket abgeholt. Ist aber nie hierher zurückgekehrt. Könnte einfach Pech gewesen sein. Oder aber ein geplanter Hinterhalt. Deshalb schicke ich dich los. Es ist wichtig, dass du das verlorene Paket zurückbringst. Sonst noch was? Nein. Eigentlich nichts. Okay, du wirst schon in Parsons erwartet. Also brich besser auf. Ja, dann wird es ja wohl irgendwie doch nichts mit dem Syndikat. Weil ich werde natürlich jetzt erstmal das Zeug für die besorgen. Und wir schauen uns nochmal ganz schnell um hier. Das ist ja schon sehr interessant. Oh, wie gepanzert du aussiehst. Ja, bin ich auch. Wow, ey, hier ist alles wie neu. Und das funktioniert noch, das Zeug. Zeta-Pistole. Darf man nicht rein? Sau cool. Oh, du bist's. Ja. Können wir den nochmal ansprechen? Hey. Kann das warten? Ich bin gerade schwer beschäftigt. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Mr. Cabot. Toll. Noch ein verrückter Wissenschaftler. Hat da jemand eine Großbestellung aufgegeben?
Oh, eine saubere Toilette. Ich werd nicht mehr. Ich feiere das gerade hier. Hammer. Na? Aha, da geht's in den Keller runter. Oh, hier gibt es noch viel zu... Boah, erschreckt mich nicht so. Viel zu entdecken. Ein Tresor. Stehlen. Nee. Uiuiui, eine Atombombe? Ach, das ist wahrscheinlich von dem Fuzzi. Oh, eine Fat Man. Wer auch immer hier putzt, danke, dass er uns schlecht aussehen lässt. Aha, das scheint ja Mädchen für alles zu sein. Was ist das? Ja, krass. Eigentlich nichts. Dann hast du eine Aufgabe zu erledigen. Der macht hier echt sauber. Das ist doch voll der Military-Fuzzi eigentlich. Und hier ist der Vorratsraum. Wow. Die haben gut vorgesorgt. Außen der Militärroboter. Es könnte sicher sein. Vielleicht. Okay. Gut, auf geht's. Wir gehen wieder raus hier. Und dann... Ach, den Schlüssel haben wir jetzt bekommen. Und dann gehen wir den Kurier suchen und schauen wir mal, was der so zu sagen hat. Der kleine Pinselpumpf. So, wo ist er denn? Im Norden. Stopp, müssen wir jetzt erst noch anwählen? Sprich mit dem Chef der Wachen. Auf Karte anzeigen. Aha. Da waren wir schon. Wer hätte das gedacht? Wir waren ja schon fast überall, außer unten rechts und in der Mitte. Da war ich noch gar nicht. Na, schauen wir mal. Maulwurfsratten bewegen sich gern unterirdisch und schießen dann an die Oberfläche, um ihre Beute total zu überraschen, Alter. Nur Frallen. Die alten Maulwurfsratten, do. Ach, genau. Da wollte ich ja nicht hin, weil da so viele Ghule waren, oder? Zutritt verboten. Geh lieber weiter. Nee. Edward hat gesagt, dass du vielleicht weißt, wo ich mit meiner Suche nach dem verschollenen Paket beginnen soll. Ah, du bist die Neue? Also dieses Paket. Ich weiß ziemlich genau, wo es ist. Die Aha. Typen, die Ben erschossen haben, halten sich in der Parsons-Molkerei versteckt, nördlich von hier. Wer sind diese Typen? Raider? Natürlich. Arschlöcher mit Waffen. Obwohl es seltsam ist, dass sie immer noch in der Gegend sind. Es ist gut möglich, dass sie diesen Ort hier auskundschaften. Das gefällt mir nicht. Ich bin froh, dass du sie uns endlich vom Hals schaffst. Na, Fralle! So, wo sind die jetzt? Da haben wir das. Hier. Oh, ganz da oben. Da war ich da noch nicht. Gut, da müssen wir einmal außen rum. Deacon, wo stehst denn du rum? Darf man da auch rein? Nee. Wollen wir sie mal nicht erzürnen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was hier los war, aber ich glaube, das sind doch lauter Ghule hier runter geschossen kommen von dem Teil. Ja, da geht's auch nochmal irgendwann mal rein. Genau, da der Turm. Mir kommt das alles so bekannt vor, aber ich kann es nicht mehr verifizieren. Da hinten ist der Brück. Gewächshäusle. Mächtiges Gebäude. Aber die sind bestimmt in dem Haus da. Oder wir müssen zumindest dran vorbei. Oh, oh.
Da müssen wir außen rum. Komm, Deacon, wir gehen da außen rum. Heißhunger auf Nachtisch? Da hilft nur Fancy Let's Kuchen. Halt Maul! Fast End, komm! Wo ist er hin? Augenbord! Wo bist du? Da. Erwischt. Entschuldigung. Da muss ich mir noch schnell die Teile holen. Wenn ich dann schon geblättet habe. Ach hier. Oder was? Hä? Warte mal, das ist doch... Ich bin leicht beschwer verwirrt. Lynnwoods. Komm, da gehen wir jetzt auch mal rein. Hallo? Jemand zu Hause? Haha. Entschärft. Entschärft, ihr blöden Klick-Klicke. Ihr blöden Klick-Klicke. Ich will ein Leuchtturm sein, aber ich bin in Wirklichkeit eine Burg. Hey, was? Ist da einer oben? Oh, jetzt geht's. Hallo? Der ist doch tot. Kistenschlüssel von Lynnwoods. Aha. Haben wir schon jemand. Aber wo? Das ist ziemlich nett. Was? Du wärst uns fast entkommen. Sirene, na toll. Ah. Wo sind denn die? Ich hab sie verloren. So, da unten. Sie. Das ist mal ein nettes. Wow, Alter. Anweisung. Wiederholt bis zum Tod anwenden. Nun, Nippel A. Die habe ich gar nicht mitbekommen. Kämpfen ist sowas von 2077. Der war gut. Oh, eine Todeskralle. Die macht alles platt. Yeah, mach sie platt. Jetzt geht der Spaß los. Wo denn jetzt hin? Wo sind sie hin? Entweder sind die abgehauen. Oder die Todeskralle. Ja, lauf weiter, komm. Hat nicht so wirklich Bock hier zu sein, weil sie genau weiß. Ach, da unten steht sie. Wir werden anscheinend verfolgt. Von einer Todeskralle. Du hast es erfasst. Das noch? Was ist das? Leuchtende Todeskralle. Alter. Leck. Haut auch ab. Wow. Hey, das ist mein Trick. Wartet mal, da könnte ich jetzt mal das Scharfschützengewehr nehmen. Wo ist es denn? Wahrscheinlich sind wir schon lange weg. Ja, keinen Bock mehr. Haben wir mit Alt? Ich glaube, so weit kann ich nicht schießen. Aber das blöde Mistvieh wartet da. Eieiei, und der? Da sind auch noch Viecher. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Treffe ich die vielleicht? Ich
Irgendwie schon. Ich weg sind sie. Na, whatever. Zack. Da haben wir immer noch am meisten Schuss dafür. Und irgendwelche Kisten müsste ich jetzt aufmachen können. Aber ich sehe nichts. Die Todeskrallen hier reinkommen? Wohl eher nicht. Todeskralli? Wo bist denn du? Da ist irgendwas. Ich will dich nicht nervös machen, aber ich glaube, wir sind nicht allein. Boah. Leco mio. Ey, das bringt ja gar nichts. Wartet mal. Der Trick besteht darin, nicht zu sterben. Boah, dann kommt noch so ein Typ, Mann. Wow. Eine Knarre, die ich vor. Oh oh. Alter, Mond. Leckst du. Stirb jetzt endlich. So, was bekommen wir da? Glück emailliert, Metallrüstung, Harnisch. Plus zwei Glück. Spuck mich nicht an. Irgendwie sind die Mistdreckviecher hier ganz schön stark. Kommen da noch mehr? Ey. Ah, den habe ich getroffen, gut schon. Mit einem Scharfschützengewehr. Boah, den hat es zersmashed. So, Deacon. Geht's dir wieder besser? Da läuft doch noch irgendwas. Boah, nein, die Todeskralle. Alter. Ah, Todeskralle. Was? Mehr. Warum hau die jetzt wieder ab? Was bist denn du für ein Dattviech? Nee, du. Weil sie nicht an mich rankommt wahrscheinlich. Hinterher. Todeskralli. Wo bist du? Hallo? Da unten. Weißt du, Munition ist nicht billig. Wow. Boah, Alter, bleibst du mal stehen jetzt? Ah. Ich kann nicht mehr so viel tragen. Warte mal, komm mal her, Deacon. Hey, hast du gerufen? Ja. Ab- oder beladen? Beladen. Mein Gutster. Und zwar machen wir einfach mal hier den Schrott. Armee-Munitionstasche. Einfach alles rüber. So. Puh. Jetzt sind wir noch nicht einmal zu den Raidern hingekommen und die Zeit ist schon wieder fast rum. Und dabei wollte ich eigentlich zum Syndikat schon wieder laufen. Aber so ist das nun mal in dem Spiel.
Vom einen ins andere ins nächste. So, wo ist denn jetzt die blöde Kiste? Aus. Kiste, Kiste, Kiste. Ja, wo ist denn die Kiste da? Ha. Tolle Sachen haben wir drin. Brauche nicht. Das schon eher? Oh, war das? Da hat doch gerade irgendwas versucht auf uns zu schießen, oder? Aha. Stirb endlich! Boah, wo kommen die jetzt alle her? So, wo ist der nächste? Da hinten hat sich einer versteckt. Ein Stanley Raider! Boah, Alter! Der geht ja ab! Gehen wir doch nicht aus. Flasche B führen, oder? Ich seh nicht mehr. So was gibt's du also. Du musst unbedingt im Leben spielen, was? Ja. Ah, die hat sich eine Waffe geholt. Sehe ich auch zum ersten Mal. Bleibst jetzt mal stehen? Geh aus dem Weg! Ich wollte heute eigentlich Prust lesen. Und dann wird mir wieder alles ruiniert. Eine Knarre ziehe ich vor. Also, das da kannst du ziemlich. Zack! Gut. Zu gut. Kampfrüstung, die ist geil! Jawoll, ja! Hallo? Ja, so. Cool! Nee, das wollte ich doch gar nicht. Patronen! Patronas! Nicht verrostete Blechdose, die nehme ich mal mit. Das hört sich wichtig an. So. Jetzt laufen wir noch in Richtung, wo wir eigentlich hin wollten. Der Roboter hat uns abgelenkt, dahinter geführt, zu dem Turm. Raider, Todeskrallen, mutierte Raider, mutierte Müllurks. Das war ja mal ergiebig. Nautisches Funksignal, das hatten wir schon. Da sind wir in den Bunker runter. So. Parsen Molgera. Was sagst du dazu? Hm? Haben länger als die letzten überlebt. Das muss man ihnen lassen. Munitionsverschwendung. Das muss aber gutes Zeug sein. Na, die bringen sich gegenseitig um. Wollen wir mal mitmischen? Zeit, Schulter geht. Jetzt laufen wir nicht immer in den Weg, nein. Die wiederholen bis zum Tod anwenden. Ich hatte gehofft, die wären alle schon tot. Warum? Anweisung. Wiederholen bis zum Tod anwenden. Du eine Knarre ziehe ich vor. Alter, hör auf damit. Das ist mir ein bisschen zu nah. Das wird enden wie immer. Geh mir aus dem Weg. Nippel A. Hättest einfach weglaufen sollen. Lasche B führen, oder? Der mit seinen Nippeln. Ballon gebracht.
Mysteriöses Serum. Endlich Hammers. Munition können wir immer gebrauchen. So, sonst noch was? Nee. Und du da? Wo ist er hin, da? Boah, Kaliber 50 hat er gehabt. So, habt ihr hier noch irgendwas versteckt? Da haben sie gekocht. Ah, hier oben geht's noch rauf. Ha! Silver Shroud! Dann noch darüber. Ha! Geheimversteck! Ist da noch jemand? Oh, da kommen sie! Lass mich in Ruhe! Eigentlich könnte man da eine Granate reinschmeißen. Wartet mal. Nee, von hier oben ist scheiße. Okay. Dann mach du mal mit denen hier nah dran und ich kümmere mich um die weiter hinten. Außerdem will ich mal die andere Waffe wieder haben. Genau. So, wo bist du? Da ist er. Warte mal, Fieberglas. Nehmen wir auch mal mit. Da ist ja noch einer. Hast du den noch nicht gekillt oder was? Ich werde gerade erfahren. Ey, wo kommen die alle her? Wir werden weiterkämpfen. Und weiter und weiter jetzt. Und ganz schön schwer bewaffnet, die Freggers. So, was ist jetzt? Das war mal eine Brauerei oder so. Ja, damit sage ich jetzt mal Tschüss, weil wir sind schon wieder bei 33 Minuten. Wir haben das Quest geschafft. Beim nächsten Mal stehen wir dann... Oh, was ist da oben? Oh, waren wir da schon? Sorry, Leute, da muss ich jetzt auch nochmal hin. Das reißt jetzt auch nicht mehr raus. Jetzt haben wir eh schon überzogen. Ne, da kommt man gar nicht rauf. Da muss man von der Brücke aus darüber. Ja, das müssen wir irgendwann mal machen. Also, tschüss. Bye, bye.